Jo, was geht, meine GTA-Freunde und auch Celebristen, willkommen zurück zu GTA 5 Online und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach das Catering-Outfit bekommt und abspeichern könnt, okay? Dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr geht zuallererst in euer Kautionsbüro und setzt euch dort an den PC. So, wenn ihr dann dort seid, dann müsst ihr jetzt einfach nur eine bestimmte Mission starten, in der Hoffnung, ihr habt diese. Und zwar die Mission von Cleo Song. Diese Mission startet ihr jetzt einfach, okay? So. Ihr wartet jetzt einfach, bis Jeanette jetzt hier euch erklärt hat, wie das Ganze abläuft, wie die Person ist und bla bla bla. Also die Beschreibung eben. Das müsst ihr abwarten. Und dann werdet ihr dann in eine Mission gezogen nach dem schwarzen Ladebildschirm. So, ihr wartet jetzt einfach nur, bis ihr dort im schwarzen Ladebildschirm seid, okay? So, oder halt in der Mission. Was ihr jetzt macht, ist eigentlich recht easy. Ihr startet jetzt ganz easy die Mission. So, wenn ihr die Mission gestartet habt, wartet ihr einfach, bis ihr dann in der Mission seid. Seid ihr dann in der Mission, dann schnappt ihr euch jetzt ein Fahrzeug, egal welches, ich mach's halt mit meinem. Und dann müsst ihr jetzt einfach nur zu Richards Majestic Studios, also zu dem Filmstudio, fahren. Seid ihr dann hier am Filmstudio, dann geht ihr hier zu dem Taco-Laden oder zu dem Taco-Stand. Dort findet ihr nämlich eine Tasche und dann habt ihr hier die Caterer-Uniform und die zieht ihr jetzt einfach mal an. So, perfekt. Angezogen habt ihr sie. Jetzt müsst ihr nur kurz reingehen, also ins Filmstudio rein. Und dort kurz ein anderes Outfit anziehen. Und zwar findet ihr das genau hier. Dann zieht ihr hier einmal kurz das Techniker-Outfit an. Wenn ihr dann das Techniker-Outfit anhabt, dann geht ihr jetzt wieder zurück zum Taco-Stand. So, einfach wieder back, wo ihr euer Caterer-Outfit angezogen habt. Und zieht es jetzt erneut an. So. Zack, bam, anziehen. Okay? Wenn ihr dann euer Caterer-Outfit angezogen habt, dann einfach zack, runter in euer Interaktionsmenü, auf Aussehen, Fallschirm und zieht jetzt den Fallschirm an. Wenn ihr jetzt den Fallschirm angezogen habt, einfach kurz euer Handy öffnen und den Job übers Handy verlassen. So, ihr wartet jetzt einfach nur, bis ihr wieder online spawnt. Das kann meist ein paar Sekündchen dauern. Aber ihr wartet jetzt einfach nur, bis ihr online gespawnt seid. Wie gesagt, dauert kurz ein kleines bisschen. So. Am besten macht ihr das über eine Einladesitzung. Da geht es alles ein bisschen schneller und nicht wie ich in eine öffentliche, also eine Open Lobby. Deswegen, ne, wisst ihr Bescheid. So, wir warten, bis wir spawnen. Zack. Wenn ihr gespawnt seid, seht ihr auch schon, Buja, Catering Outfit. Und jetzt könnt ihr euer Fallschirm wieder wegmachen. Geht jetzt einfach zu dem nächstgelegenen Bekleidungsgeschäft. Und dann werdet ihr nämlich was sehen, okay? Also auf zum Bekleidungsgeschäft eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch ins Apartment. So, wir gehen jetzt ins Bekleidungsgeschäft. Ah ja, by the way, ihr könnt gerne, selbstverständlich mal in die Beschreibung schauen. Da findet ihr nämlich einen Link zu Discord und dort könnt ihr, ne, Leute zum gemeinsamen Zocken und so weiter suchen. Glitchen, Autos traden und. Auch könnt ihr mal meinen WhatsApp-Channel betreten. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und dort könnt ihr auch Infos rund um GTA erhalten. So, wir sind jetzt auf jeden Fall da im Bekleidungsgeschäft und gehen jetzt zur Dame am Tresen. So. Und ihr werdet sehen,
Ihr könnt das Outfit abspeichern. So, Catering. Zack. Und somit habt ihr auch das Catering-Outfit. Mega einfach. Und dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Wenn neu seid, gerne auch ein Abo. Und dann sage ich, macht's gut. Haut's rein und ciao, ciao.